Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Freunde, ich grüße euch alle und willkommen zu einem neuen Video. Heute, wie laut der Überschrift, gehen wir in der Simon-Dachstraße spazieren. Mal sehen, wie die Lage so ist, wie die Lobs da voll ist. Und ja, komm, wir quatschen nicht so viel, wir gehen jetzt einfach rum, oder? Simon-Dachstraße, Berlin, Friedrichshain. Ja, also in der Nähe von der Warschauer Straße. Okay? Ich würde sagen, wir beginnen ab jetzt. Ja? Und los geht's. Ihr müsst wissen, neuer Tag, neues Glück. Mal sehen, was heute so passiert. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Freunde, heute wieder kein Sonnenschein, aber wir lassen uns ja davon nicht so runterkriegen, oder? Schaut mal hier die ganzen Easy Shops hier, Retro Shops 80er Jahre. Ja. Easy 80er Jahre Shops. Ja. Ja, Dönerläden wie immer. Wir haben eigentlich alles hier. Ja. Hier nochmal ein paar Retro-Shops. Finde ich auch voll cool, so vom Style her. Ja. Ist echt so. Spät 90er, Anfang 80er Jahre. Ist echt cool. Gefällt mir sehr. Der Stil hier. Ja. Mein Akku sieht auch nicht so gut aus. Ich hoffe, der hält noch eine Weile. Ja. Also wenn das Video 10 Minuten geht, bin ich auf jeden Fall happy. Wenn was ist, mache ich auf jeden Fall nochmal einen zweiten Durchgang hier. Ja, weil die Simon-Dachstraße ist wirklich sehr, sehr gut belebt so. Sehr, sehr lebendig hier alles. Ja, und hier kommen wir auch schon zu den ganzen Restaurants und ja, was vorher irgendwie richtig leer war, heute ist wieder alles am Leben. Ja. Sehr, sehr lebendig hier die Straße. Simon-Dachstraße, Freunde, offiziell sind wir hier gerade in der Simon-Dachstraße, Freunde. Ja. Die Deutschen würden sagen Simon, so. Wir würden sagen, checken wir die Lagerschuhläden, Retro 80er Jahre, gefällt mir auch sehr gut. Ja, also die haben hier wirklich alles. Ja. Sieht gut aus. Ja, gefällt mir. Ganzen Restaurants. Ich bin sogar der Meinung, dass wir in der Simon-Dachstraße zwei Videos machen. Wie schon mal bekannt gegeben. Einmal abends, morgens, mittags und abends. Je nachdem. Kommt drauf an, wie ich das selbst schaffe. So, ja. Also. Ja, hier ist auf jeden Fall die volle Hütte hier heute. Ja, heute ist ein Freitag übrigens. Wir haben Freitag, 22. Mai oder so war das. 22. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Viel voller als davor. Viel, viel voller. Ja, ist der Hammer. Ja, Freunde. Simon Dachstraße ist wieder am Leben. Nice. Hier kann man echt in verschiedene Ecken. Aber wir gehen mal ganz kurz geradeaus durch und dann wieder auf der anderen Seite zurück. Und dann vielleicht im nächsten Video checken wir mal die Ecken ab. So was. Ja. Naja. Spielkäufe, Restaurants. Ja, eigentlich alles, was man braucht. Ja. Wir müssen halt schauen. Vorher waren die Ecken hier, weil die Gegend hier echt leer. Heute, an einem Freitag im Mai, ist echt der Hammer. Ja, mal sehen, was wir heute noch so finden. Wir haben hier von Italienisch bis Indisch, bis Asiatisch, keine Ahnung, auf jeden Fall Eis, Waffeln, alles drum und dran, so weißt du. Allein in der Straße. Ja. Film euch! Ja, okay. Alles klar. Geiler Typ. Ja. Film uns. Ja. Beim Essen. Ja. Ich dachte, der sagt gleich, ey, film mich nicht. Aber der war cool. Ja. Ja, Freunde, keine Ahnung, was ist da gegenüber? Café und Bar, Mojito. Was ist das hier? Restaurant, Bar, ja. Ja, Mann. Yes, yo. Hier an der Kreuzung ist auch übelst voll hier. Ja. Wir gehen einfach mal geradeaus, wie gesagt, und dann. Ah ja, Zebrastreifen. Die dürfen ja halten. Okay. Dasselbe nochmal auf der anderen Straßenseite dann gegenüber und zurück. Ja. Shisha-Bars dürfen gar nicht aufhaben. Ne? Das ist alles, ihr seht, es nur Restaurants und Bars, ich weiß nicht, Bars sind auch offen, oder? Bar und Lounge da hinten zum Beispiel. Simon, allein in der Straße hier ist die Hölle, Freunde. Simon-Dachstraße,
ist der Hammer. Vor 1,5 Monaten sah es hier aus wie eine, keine Ahnung, eine Geisterstadt. Geisterstraße. Heute ist wieder rare. Ja. Es ist der Hammer, Freunde. Schaut mal da, die ganzen Restaurants, die Leute an der Straße, Cafés. Da hinten geht es auch noch weiter. Ich hoffe, die Straße ist bis dahin auch noch eine Simon-Dach-Straße. Ja. Mal sehen, wie lange sie geht. Und dann gehen wir auch schon wieder zurück. Tag 2, Freunde. Tag 2 nach der Warschauer Straße. Sehr lebendig, sehr, sehr lebendig. Schau mal hier, stellen die Leute auch etwas raus, dann kann man sich auch was nehmen, so Bücher, Schuhe oder sonst was. Ist der Hammer. Ja. Schon cool, ja. Schon sehr, sehr sozial, ja, finde ich. Ja, ist ja cool. Asiatisch, was haben sie noch? Ja, ist das thailändisch eigentlich? Ja, aber sieht nach Thailand aus. Ja, Freunde, eine aufregende Straße, auf jeden Fall. Sehr aufregend. Mann, hier lebt ja mehr als irgendwie, weißt du, in ganz Berlin alles. Das ist der Hammer. Eine einzige Straße, Freunde, ich glaub's nicht. Das ist Berlin, Freunde, übrigens. Das ist Berlin. Genau das, Freunde. Da ist schon die Boxer, da in die Richtung geht schon zum Boxangler Straße. Aber da wollen wir gar nicht hin erst. Das kommt erst als nächstes dran. Uns geht es nur um die Simon-Dach-Straße heute. Ja? Naja. Mal schauen, was hier so läuft, Freunde. Die Mieten hier sind kaum zu bezahlen, Freunde. Hier, Simon-Dach-Straße, Boxhagener Straße. Die Betreiber, die hier dann einziehen, zahlen übelst Miete, auf jeden Fall. Ja. Ich möchte auch gar nicht erzählen, wie viel sie hat. Mieten sind sehr, sehr hoch inzwischen. Ja. Kiosk, Spätkäufe überall. Eine einzige Straße, Freunde, ist der Hammer. Eine einzige Straße. Ja, also. Krass. Natürlich laufen wir auch zurück. Die andere Straßenseite war auch interessant. Ja. Geiler Shit. Vielleicht laufen wir auch im nächsten Video zurück, weil das kriegen wir alles nicht in einem Video, Freunde. Was hier wirklich abgeht, kriegst du nicht in einem Video. Ja, gebacken. Was ist das hier? Schnaps, geil, Mann, mit kein Honig. Geil. Schnaps, kein Honig, okay. Alles klar. Sieht krass aus. Keiner da. Ja. Finden die überhaupt noch? Ja, wir sind on air. Wir sind on air, Freunde. Ich hoffe, der Akku kackt da nicht ab, so weißt du. Mann, es geht immer weiter hier. Es ist echt eine Straße. Einmal geradeaus, so viel los wie nirgendwo in Deutschland. Krank. Kranke Gegend. Wirklich. Ist der Hammer. Echt lebendig. Sehr, sehr lebendig. Hier war ich auch noch nie. Der Hammer. Ja. Freunde, es geht natürlich weiter. Ich weiß gar nicht, wie lang die Straße ist, aber hier geht auf jeden Fall einiges. Das ist krass. Das ist krass. Eine Straßenseite. Asia Bock. Okay. Wir sind schon mindestens 2-3 Asia-Läden vorbeigelaufen. Mehr. Gefühlt 5-6 Eisläden. Spätkäufe. Türkisch, Arabisch, eigentlich alles. Freunde, wenn ihr herkommt, ihr findet alles nur auf einer Straßenseite. Es ist der Hammer. Krank, Mann. Ja, Berlin. Das ist die schönste Seite von Berlin, wa? Italien ist am Start. Italien-Vibes. Ja, wir haben hier wirklich alles. Ja. Oh, ich freue mich schon auf die andere Straßenseite. Was da so gehen wird. Ne? Simon-Dach-Straße, Freunde. Was geht hier? Okay, irgendwas Asiatisches. Was steht da drauf? Okay. Indisch, was gibt's da noch? Ja. Kunst. Oder was ist das hier?
Restaurants überall. Ja, echt ganz cool. Mann, das war's, oder was? Geil, Mann. Das war eine Straße, Freunde. Und das, wenn das jetzt keine Straßen war, 10 Minuten, ja, ich kann das auf jeden Fall nicht in einem Video packen, ja, nochmal zurück. Das wären dann 20 Minuten, obwohl ich habe Videos, die 20 Minuten lang gehen, ne? Aber geil, das war die Simon-Dach-Straße, Freunde. Hier hört sie auch auf, sehe ich gerade, ja. Hier hört sie auf. Das war's auch schon hinter mir. Ja, fast wieder. Ey, wieso bin ich irgendwie immer da, wo es fast einen Unfall gibt? Verstehe ich nicht. Das ist natürlich... Das ist crazy. Ja, also gehen wir mal kurz rüber. Wir haben leider keine Zeit, auf die Ampel zu warten, Freunde. Also gehen wir jetzt rüber. Ja. Komm, wir gehen jetzt rüber. Andere Straßenseite, Freunde. Wir beginnen jetzt mit der anderen Straßenseite. So, das ist die andere Straßenseite, Freunde. Mann, hier geht auf jeden Fall einiges. Hier geht einiges. Alles zugeparkt. Ich weiß gar nicht, wie die Leute hier einen Parkplatz finden. Das verstehe ich nicht. Wie findet man hier so einen Parkplatz? Ja? Abgesehen davon, dass man hier eine Wohnung möchte. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Eisläden, sogar so ein Gemüsestand hier. Obststand, okay. Krass, super. Simon Dach, Freunde. Simon Dachstraße auf der anderen Straßenseite. Ja, mal sehen, was hier so geht. Friseure. Ja, wie überall auch, ne? Ist Zeit. So. Duck N. Okay. Duck N. Asiatisch natürlich wieder. Sitzt nur einer drin. Zwei. So. Mann, die Straße lebt auf jeden Fall, Freunde. Wie versprochen. Zwei Witz am Tag, wa? Internationales Flavor hier natürlich. Internationaler Vibe. Don Asian Restaurant. Ist auch schön so abgedingst. So ein bisschen Retro 80er Jahresteil, so ein bisschen. Finde ich auch cool. So eine Wand. Einfach eine Folgekleister. Stylisch, oder Freunde? Auch. Stylisch. Sehr, sehr stylisch. Im Hintergrund. Yeah, boy. Ich könnte mal jemanden fragen, was die Mieten hier kosten. Ja? Leute, die hier arbeiten zum Beispiel. Oder Leute, die hier leben. Ich will wirklich nicht wissen, wie es mit der Miete aussieht. Ja. Die Miete ist wahrscheinlich kaum zu bezahlen hier, wa? Von beiden. Ja. Hallo. Hallo. Sie arbeiten hier? Nein. Ja. Ah, okay. Wie sind denn die Mieten hier bei euch? Kaum zu bezahlen wahrscheinlich, oder? Warum? Das ist nur mal eine Frage für die Zuschauer. Warum? Kann man hier leben? Abgesehen vom Shop? Nee, ist teuer. Ist teuer, ja? Ja. Ja. Das ist der Hammer. Ungefähr ein Was denn? Meinst du jetzt eine Wohnung? Genau, eine Wohnung. Ja, aber das ist schon teuer. Teuer, ne? Wahrscheinlich ein Zimmer kriegst du hier gar nicht erst, wa? Erst nee, ab zwei. Das ist nicht ein, zwei Zimmer, das ist ja alles voll. Ja, siehst du? Das ist der Hammer. Der Hammer. Ja, ich frage mich. Auf, ja, mich selber. Ja. Okay. Alles klar, danke für die Info. Dankeschön. Sie selber wohne ich hier, ne? Nee, alles klar. Okay. Ihr habt's gehört, Freunde. Einzimmerwohnung kriegt ihr erst gar nicht. Einzimmerwohnung kriegt ihr erst gar nicht. Eine Wohnung an sich ist wahrscheinlich super teuer. Aber ich würde hier nicht unbedingt wohnen wollen. Ja? Also ist halt teuer, zum Essen zu kommen, vielleicht ein bisschen rumeiern am Wochenende. Aber zum Leben weiß ich nicht. Ist mir wahrscheinlich viel zu viel so. Viel zu viel los. Ihr seht gerade, Alter, es ist so gerade, als ob ich irgendwo in Istanbul bin. Shit. Ist schon voll, Alter. Ja. Hier geht auf jeden Fall was ab, Mann. Einmal kurz 360 Grad an der Kreuzung für euch. Damit ihr auch ein bisschen mitbekommt, was für ein Wind hier so weht. Ihr merkt, hier ist sehr lebendig hier. Ja, weiter geht's.
Der eine hupt, der eine schreit rum. Das ist der Hammer. Ja. Ach scheiße, wir wollten noch auf der Straßenseite bleiben, wa? Ich weiß jetzt gar nicht, bin ich irritiert, wie ich weiß. Okay, komm, wir gehen jetzt einfach rüber. Oder überfährt mich nicht. Okay. Cooler Typ. Cooler Dude, yo. Ah, die sind schon aggressiv hier, die Leute. Alltag. Alltag in der Simon-Duff-Straße, wa? Wir wollten noch auf der Straßenseite bleiben, wa? Ja. Kurz mal vielleicht die Ecken checken, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Weil die Straße ist ja dann nicht mehr Simon-Duff-Straße. Schaut mal, da hinter mir geht ja richtig ab noch. Das ist der Hammer, es gibt kein Ende hier, an jeder Ecke. Ja, schon krass. Ist krass, ja. Da ist kein Ende, Freunde, nirgendwo. Also jede Ecke ist voll. Das ist der Hammer. Freunde, wer lebt hier eigentlich? Und wie hoch sind die Mieten, Alter? Ja. Wer zahlt die Miete hier? Oder besser gesagt, wer kann so eine Miete hier zahlen? Ich frage mich auch mal, wie Studenten hier leben. Die haben doch gar kein Geld, Alter. Cool Haus, Freunde. Wahrscheinlich muss ich auch noch mal ein drittes Video bringen. Zwei Videos für die Gegend reichen nicht. Aber ist egal. Vielleicht können wir mal auf Anhieb immer mal fragen, ob jemand hier lebt, der hier gerade aufchillt. Und wie die Miete so ist. Ja. Full House. Und ständig sehe ich was Neues, wenn ich hier rumlaufe. What the heck, Bro? Eine einzige Straße, ja? Krank. Sorry, Jungs, seid ihr aus Berlin? Nee, sorry. Aus der Gegend? Nicht? Okay, alles klar. Schade, schwierig, ihr seht ja. Was machst du denn? Was nimmst du auf? Also ich nehme so eine Art One-Take über die ganze Straße hier. Okay. 7 Tage Friedrichshain. Okay. Warschauer Straße, Boxhagener, was noch kommt. Und dann jetzt zum Beispiel hier die Simon-Dach-Straße. Okay. Also einfach nur so One-Take, um zu schauen, um zu zeigen, die Authentizität, was hier wirklich abgeht. Ja, 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 danke. Ja, ist der Hammer. Eine einzige Straße ist der Hammer. Ja, also an jeder Ecke ist irgendwas, ist krank. Simon-Dach-Straße, Warschauer-Straße, Alter, das ist ein geiles Spot zum Aufzunehmen. Das ist Berlin, Alter, der Berlin ist crazy. Berlin. Nachts ist nochmal komplett anders. Abends, ja? Ja. Vor allem nachts. In Warschauer, okay. Wenn du da nachts langläufst mit den ganzen, dann wird da halt so Straßenmusik gespielt. Ist das hier so vergleichbar mit, sag ich mal, Schlesisches Tor, oder ist es hier viel besser als dort? Ja, kann man nicht vergleichen. Kann man nicht vergleichen, ja. Jeder hat so seinen eigenen Vibe, ne? Auf jeden Fall. Ja. Da gibt es auf jeden Fall nochmal Drogendealer. Da kommen wir auch noch hin, Freunde, 7 Tage Kreuzberg. Ja. Da sind auf jeden Fall viel mehr, sag einfach mal Nordafrikaner, Drogendealer und alles sowas, ne? Ja, ja. Ist ja alles gut. Ist ja. Ich darf das. Alles gut, ich danke euch, ja? Auf jeden Fall. Wollte euch nicht voll quatschen. Ja, alles gut. Danke. Ja, Freunde. Da gehen wir auch auf jeden Fall nochmal hin. 7 Tage Kreuzberg. Bitte? Ein Tourist? Ja, für die Videos, ja. Aber sonst bin ich selber aus Berlin. Mexikaner. Aber ich zeige Mexikaner? Wieso? Oder ein Euro. Wir haben ja ein Spezialangebot. Mexikaner? Ja, das ist nee. Ich trinke keinen Alkohol und rauche auch nicht mehr und so. Ich bin schon aus dem Alter so ein bisschen. Aber wenn ich jünger aussehe. Was machst du für ein Videoprojekt? Das ist so ein Vlog, 7 Tage Friedrichshain. Dann laufe ich über die empfindlichen Straßen sozusagen, empfindlich. Voller Leben, sehr, sehr lebendig hier. Und check natürlich die Lage, was hier so abgeht. Hast du Boxi schon gemacht? Nee, das kommt noch. Ich habe jetzt nochmal die Warschauer Straße und jetzt hier die Simon-Dach-Straße. Verzeihung, wenn ich mich wiederhole immer, Freunde, aber ich treffe auch immer neue Leute. Und dann, ja, ist der Hammer, was hier alles auf einer Straße passiert. Krank. Beste Straße. Krank. Da komme ich mit meinem Stegels nicht so weit, wa? Nein, okay. Ja, die so, nö. Stegels ja, ist schon nö. Anders. Ja, Stegels ist eine andere Welt. Da ist schon ab 20 Uhr, ist schon Bürgersteig wieder oben. Alle, wir haben nur Primark und was haben wir noch? Mehr haben wir nicht. Nee, das ja. Ist ja, aber es ist auch langweilig. Und halt nur Omis halt, ne? 3 Monate Steglitz gewohnt, 4 Ja, echt? Ja. Deswegen komme ich her. Die Leute, ich spiele die Augen und die Ohren der Leute. So. Na, jetzt gehen wir noch nach, mach das mal noch in Neukölln. Ja, da war ich ja schon. Neukölln war ich ja schon, genau. Jetzt kommen nur noch 7 Tage Kreuzberg, Mitte und noch ein paar andere Dinge. Und sobald man wieder reisen darf, bin ich wieder hier weg. Ja, genau. Ich bin hier aufgewachsen, ist langweilig.
Aber für die Leute ist cool halt, ne? Ich bin happy, wenn ich wieder reisen kann, Alter. Ja, aber naja. Ja, ja. Aber viele Leute meinen noch, ey Bro, du bist in Berlin, ihr habt eigentlich richtig krasse Gegenden, mach doch mal was, wir wollen auch mal was sehen. Du bist nur draußen und zeigst noch nie was anderes. Ja, gut. Deswegen mache ich das jetzt mit den Corona. Fuck da, ne? Ja, alles klar. Alles Gute, ja? Ciao. Danke. Auch richtig nette Menschen. Ne? Finn überhaupt noch? Yes, we rolling. Ja, Freunde, weiter geht's. Simon da. Auch super freundlich, nette, offene Leute, würde ich sagen. Das mit dem Schlesien ist natürlich nicht vergleichbar, wurde mir gesagt, weil überall ein anderer Vibe herrscht. Und das mit den Drogendealer ist ja klar, ich kenne mich ja schon aus, ich kenne ja schon ein bisschen länger die Gegenden, weil ich ja hier wohne. Aber da gehen wir natürlich auch noch hin, wa? Ich bin auch schon sehr gespannt, wenn ich dann irgendwo dann am Schlesien so rumlaufe und die ganzen Drogendealer, mal schauen. Bin sehr gespannt. Vielleicht gibt es ja auch Stress, wer weiß. Weiß ich ja nicht. Wir checken aber auf jeden Fall die Lagen hier so, ne? Nochmal schön zu sehen im Hintergrund. Auf der anderen Straßenseite ist die Hölle. Das ist cool. Das ist der Hammer. Ja, auf jeden Fall sieht es gut aus. Nicht jeder ist positiv übrigens, ne? Ja. Jetzt wieder jemand im Hintergrund rumgemeckert. Ja. Sein Leben ist wahrscheinlich nicht so toll. So, Freunde, weiter geht's. Wir kommen zum Ende der Straße. Simon-Dach-Straße, mal sehen, wie lang die ist. Ich glaube, hier ist schon gleich vorbei. Dann Kreuzung ist gleich vorbei, glaube ich. Ja. Wir gehen aber trotzdem noch ein bisschen weiter. Mach mal das Ding weg da, Mensch. Ja, hat ein Kollege gesagt gerade. Im Hintergrund. Ich kann euch mal eine Sache verraten, die ganz wichtig ist. Ja. Eine Sache, die wirklich sehr, sehr wichtig ist. Das müsst ihr euch dann bitte auch merken, ja. Also, einmal ganz kurz über die Straße. Und dann sage ich euch mal eine Sache. Ja, jetzt kommen wir auch dazu. Leute, die pöbeln zum Beispiel. Oder irgendwie ihr Senf dazugeben, aber dann das Ganze auch negativ machen, nicht positiv. Denen geht es nicht so gut, Freunde. Darauf müsst ihr achten, wirklich. Leute, die pöbeln oder irgendwie was dazugeben, ihr Senf. Positiv ist ja okay, ja. Aber wenn jemand pöbelt und negativ ist, wisst ihr gleich, das müsst ihr euch merken, wisst ihr gleich, dass er oder sie irgendwas hat, Schwierigkeiten, kein gutes Leben, irgendwas ist da bei dem. Und ja, da müsst ihr nicht drauf achten. Das ist eben so bei den Leuten. Nicht jeder ist irgendwie cool drauf oder so. Ja. Das heißt, meistens haben die Leute selbst Probleme. Und das zeigen die dann so nach außen. Das spiegeln die auch nach außen. Ja gut, der Rest war eigentlich relativ positiv hier. Ja. So, bis zum Ende der Straße, dann ist, glaube ich, Sendepause hier. Nichts mehr los. Ja, so scheint es auch. Ja, viele sind auch wieder froh, glaube ich, ein bisschen wieder draußen zu sein. Daher ist es auch ziemlich voll, würde ich sagen. Hier wird es natürlich immer leerer. Nichts mehr Besonderes, ja. Aber Shops überall. Spätkäufe und ja, man. Also denk bitte dran, wenn jemand irgendwie was von sich gibt, aber Negatives, dann geht es ihm nicht so gut. Ihr dürft das nicht persönlich nehmen. Diese Person, der geht zurzeit nicht so gut. Oder die ganze Zeit, keine Ahnung. Die ist einfach negativ eingestellt, weil sie im Leben nichts macht oder nichts schafft oder frustriert ist oder ein Elternteil fehlt oder jemand ist verstorben oder sie sind arbeitslos oder sie haben Probleme oder keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall geht es der Person nicht gut, ja. Auch wie der andere Typ da im letzten Video, der Afghaner. Der hat irgendwelche Probleme, vielleicht auch mental nicht ganz dicht. Man weiß es nicht. Deswegen, so erkläre ich mir die ganzen Sachen. Ja. Ich bin eben auch vorbildlich und auf YouTube bin ich vorbildlich. Wenn mich jemand privat irgendwo anmacht, ist natürlich mein Ding wieder, ja. Wenn die Kamera aus ist. Nein, Quatsch, ich bin auch so privat ein cooler Typ. Ja. Meistens. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich würde sagen,
Das war eine sehr, sehr lebendige Straße. Es lebe Simon-Dach-Straße. Freunde, friedlich sein. Tag 2. 2 Videos an einem Tag. Ich glaube selbst nicht, dass ich das so gemacht habe. Dass ich das so geschafft habe. Ja. Ich würde sagen, hier endet die Simon-Dach-Straße. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Ja, nochmal fürs Thumbnail. Ja. Und ich würde sagen, das war's. Hier gibt's nichts mehr weit und breit. Hier endet die Straße. Das war's auch schon mit dem Video. Da muss jemand auch lächeln für sich. Freunde, ich bin am Ende des Videos. Was soll ich noch machen, so, weißt du? Keine Action, nichts wirklich. Aber es hat sich wirklich gelohnt, hier mal vorbeizulaufen. Und ja, es ist halt Freitag. Umso später es wird, umso dunkler es wird, umso mehr ist wahrscheinlich auch los. Wurde mir gesagt, aber hier am Ende ist, wie gesagt, nicht so viel los. Das war's schon mit dem Video. Simon-Dach-Straße Berlin, 7 Tage Friedrichshain. Und ja. Aha. Okay. Ihr habt das letzte Wort, das passt gerade. Ihr habt das letzte Wort, ihr macht das Schluss gerade in der Simon-Dach-Straße. Nein, ihr müsst nicht sagen, du hast das letzte Wort. So. Für diese Straße. Für diese Straße? Ja. Was sagst du zu dieser Straße? Das ist sehr scheiße für Parkplatz. Ja, relativ. Ja. Viel Spaß euch, ja? Ja. Pass auf dich auf, bleib gesund. Du auch, alles Gute. Ihr habt gehört, Freunde, in dem Sinne war es das auch schon mit dem Video, mit dem letzten Wort von den Jungs hier. Die meinen, es ist sehr, sehr schwer, einen Parkplatz hier zu finden. Und wir alle wissen jetzt auch warum. Es ist unheimlich voll und echt viel. Also, viele Leute auf einen Haufen, so nur allein in der Straße hier. Und ja, ich würde sagen, sehr, sehr lebendig, würde ich sagen, das Ganze hier. Und ich bin draußen. Wir sehen uns beim nächsten Video, Freunde. Küsschen links, rechts. Haut rein. Peace. Bis zum nächsten Mal.